macht 34 mal 80, ja, der Herr. Könnte ich bitte eine Tüte haben? Das kostet aber 20 Pfennig. Na, da muss ich so. So, 5 mark 20 zurück. Bitte schön, der Herr. So, geht's es, okay? Ja, ja. Ah, grüß Sie Gott, Herr Pold. Grüß Gott. Wie geht's denn immer, Herr Pold? Hm? Ja, es geht schon. Ja, ja. Kommt wieder einmal was im Fernsehen, Herr Pold? Ja, ja? Rosa, Gusti, schau doch einmal geschwind her. Ja, erst neulich habe ich wieder, habe ich es mir angehört, Wiederschauen. Oder nein, im Fernsehen war es, gell? Das war sehr nett. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, gestern haben wir auch wieder reingeschaut, gell? Irgendein Krimi war es oder so. Das war hochinteressant, gell? Ja, aber am Schluss habe ich leider nicht mehr ganz mitgekriegt, weil wir gingen ja um 10 Uhr spätestens ins Bett, gell? Außer am Wochenende, da nehmen wir dann solche Sendungen natürlich ganz mit, gell? Ja, aber da ist dann meist irgendein Sport oder so, gell? Ja, ja, sagen Sie mal, sind Sie es jetzt oder sind Sie es nicht? Ja, ich bin's. Sie sind es wirklich? Ja, 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 ist es schon. Ja, ja, ja. Ja, er ist es leibhaftig, Frau Müller. Rosa, Gusti! Ich habe mir immer gedacht, es ist er jetzt oder ist er es nicht. Schaut doch mal her. Aber sie sind es wirklich. Schaut doch mal her, wer da ist. Ja, ja, er. Ja, wer? Der vom Fernsehen. Ja, ich hab mir euch doch neulich gezeigt, im Fernsehen war er da. Ja, genau, der im Fernsehen. Ja, ja, ja. So, okay. Herr Pold, was hebt man jetzt, Herr Pold? Ein Joghurt habe ich gehabt. Ein Joghurt für den Herrn Pold, ja. Das macht 64 Pfennig, Herr Pold, ja, gell? Braucht man eine Tüte, Herr Pold? Nein, das kann ich schon mitnehmen. Ach doch, ich tue sie in eine Tüte rein. Na, drum ist doch leichter, Herr Pold. Ja, danke. So, 70 Pfennig. Ja, ich hab mir nämlich noch gedacht, ist es jetzt oder ist es nicht? Ja, ja. Aber das ist ja nett. Der Herr Pold da herin. Ja. So, Herr Pold, 6 Pfennig zurück, danke, ja, gell? Vielen Dank. Also dann, Wiederschauen, Wiederschauen, Herr Pold. Danke, ja. Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal, gell? Da herin oder im Fernsehen. Ja. So, wissen Sie, wer das war? Das war bei der Herr Pold. Welcher Herr Pold? Jetzt seid doch einmal stark. Wir sind doch erst gekommen, das hört schon wieder auf. Jetzt Patrick, sei doch nicht so ungeduldig. Wir sind doch hier im Süden. Das ist hier der Mittelmeerraum, gell? Da ist das Klima mediterran. Wir sind doch jetzt schließlich erst am 5. Tag da, gell? Ja, bitte? Ah, Herr Kaschke! Ja, komm jetzt rein. Mögen Sie einen Tasse Tee? Wir trinken gerade einen Tee. Nee, lass Sie mal. Ich wollte nur sagen, mit dem Grillfest morgen, das fällt ins Wasser, buchstäblich. Ja, aber wieso denn? Das kann jeden Moment aufreißen, Herr Kaschke. Wir sind hier immerhin im Mittelmeerraum. Das wollen wir nicht mehr abwarten. Also, wir streichen die Segel. Ach was, die fahren schon. Das ist aber schade. 10 Tage praktisch ständig unter Wasser. Ja, ja, im Zelt ist das natürlich was anderes. Die Holländer fahren auch. Was, die Holländer fahren auch? Die verhext. Letztes Jahr Sylt, vor 2 Jahren Normandie, jedes Jahr dasselbe. Oh. Schönen Urlaub noch. Ja. Danke Ihnen auch. Wiederschauen, danke, Herr Kaschke. Übrigens, in Deutschland ist ein Traumwetter. Ja, aber das kann ja auch schnell gehen, Herr Kaschke. Ja, verstehen ja, Sie, wir sind hier im Mittelmeerraum. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke. Wiedersehen. Wiederschauen. Hast du das gehört? In Deutschland Traumwetter. Ja, ja. So, wie? Obacht, der Vogel! Was aufs Fenster auf? Mei, der Bull, ich weiß auch nicht, du, ich weiß nicht. Da, die Firma, die tust alle auf den Haufen, die soll der Heinz mitnehmen. Die illustriert nah und das alte Radio tust der Mann noch dazu. Obwohl, kämpft er das nicht ins Bautor? Nein, das muss den Heinz lassen, das ist ein Klump. Das brauchen wir nicht, dann hat er auch was. Nein, Mama, wenn wir ihm das Radio geben, dann fragt er gleich, wo ist denn der Fernseher? Ja, dann nehmen wir ihn halt mit und schmeißen ihn daheim weg. Da der Stuhl,
weg damit. Obwohl, Mutti, ob das vielleicht eine Antiquität ist, der Stuhl, okay? Du sagst das nicht, das liest man jetzt immer öfter. In der Carmen, da haben sie einen ganzen Artikel gebracht, nur was so alte Möbel. Ja, alt ist er. Aber die Maria hätte doch nie ein Geld für einen wertvollen Stuhl gehabt. Nein, nein, das ist ein Dumm. Ja, sag das nicht. Die Leute erkennen das oft nicht, was für Schätze das haben. Da schaut einmal hier die Dinger da, die Ornamente. Ja, die Maria hat sich auf den Stuhl nie draufgesetzt. Vielleicht wollte sie ihn schonen. Ja, vielleicht hat sie gewusst, dass er wertvoll ist. Wenn die gewusst hat, dass der Stuhl wertvoll ist, dann hat es bestimmt keinem Menschen gesagt, da die Polsterung ist tadellos. Ja, weißt du was? Den nehmen wir auf alle Fälle mit und dann lassen wir ihn begutachten. Ja, und wenn er dann wirklich nichts ist, dann können wir alle noch Onkel Heinz gehen. Was geht Sie seinem Händchen? Grüß dich, Heinz. Nein, wir haben ja nur gesagt, weil du ja jetzt die ganzen Bücher kriegst von der Tante Maria nicht, praktisch die gesamte Bibliothek, ob du jetzt den Stuhl auch noch willst. Ich meine, der ist ja sowieso nichts wert. Was, der Stuhl, ja. Das ist eine Antiquität. Das ist ein Jugendstil oder ein Barock. Okay. Die Fürstenacht kann es ein Empire sein. Nein, das sind zwei verschiedene Stilrichtungen. Ja, du kannst ihn ja sowieso nicht brauchen. Jetzt haben wir da schon die ganze Bücherei lassen. Du, Mutti, ich finde das Radio, das ging beim auch noch am Onkel Heinz. Ja. Wieso wollt ihr es ausgerechnet, den Stuhl? Den Stuhl kann ich auch brauchen. Halt, halt! Nein? Wo ist mein Regulator? Welcher Regulator? Ja, mein Regulator, das war eine Leihgabe. Okay, red doch keinen Schmarrn. Den hat mir ja die Maria noch zu Lebzeiten versprochen. Den habe ich doch schon lange eingebaut. So, da, das gehört nur zu deiner Bücherei. Du, Onkel Heinz, wenn's magst, kannst du bei die Lampen auch noch mitnehmen, oder, Mutti? Ja, ja. Ja, die haben es runter. Wo ist da der Sicherungskasten? Da hinter der Tür? Du, Heinz, brauchst du keinen Eisschrank? Du, schau mal, Onkel Heinz, das Deutschlandschild, das kannst du doch brauchen für dein Auto, oder? Ja, das ist ja gut, dass ich ein Werkzeug dabei habe. Du brauchst keinen Eisschrank? Nein, brauche ich nicht. Na ja, dann lassen wir da. Die werden ja einen Sperrmüll oder sowas werden schon haben. Die sind nämlich schön, die Lampen. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Vogel? Jesus, der Vogel. Tierschutzverein, Mutti. Kann man da ja jetzt schon sauber machen? Ja, was machen Sie da mit der Lampen? Gehört die zum Heim? Sowieso. Sie, sagen Sie mal, hätten Sie nicht Verwendung für so einen Eisschrank? Ja, lassen Sie mal da. Ja, und Sie, Sie haben doch aber den Vogel von meiner Tante, kennen Sie den auch irgendwie? Ja, ja, den nehme ich schon. Gibt's sonst noch was? Sie, Frage, was halten Sie von diesem Stuhl da? Ja, den können Sie auf den Sperrmüll schmeißen, da habe ich keine Verwendung dafür. Siehst du das, Onkel Heinz? Also, Dankeschön. Wir haben es nachher gleich. Ich komm gleich wieder. Der Mann, der hat doch keine Ahnung. Hey, du. Das könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Das könnt ihr auch meinetwegen den Regulator haben. Das ist mir jetzt gleich. Ich nehme jetzt den Stuhl. Aber du hast ja schon die Bücherei und ein Radio hast du auch. Ja, und den Eisschrank hättest du auch haben können. Und das Geschirr ist auch schon weg, bitte sehr. Und die Bilder sind auch keine mehr da. Du warst auch viel später erst da. Ich nehme den Stuhl mit. Es könnt ihr jetzt bald, was das wollt. Gell? Also jetzt hör einmal, jetzt mache ich dir einen Vorschlag zur Güte. Wir gehen zum Kunsthändler mit den Stück lassen, das schätzen und teilen den Gewinn in drei Teile. Moment, Moment, Moment. Durch zwei. Hey, ihr seid dem insgesamt bloß eine Partei. Nein, durch drei. Durch drei. Durch drei. Mutti. Mutti, schau mal. Ja. Heinz, Heinz, machen wir das so. Wie du gesagt hast. Am Sonntag weiter das schöne Wetter in Deutschland. Aha. Die Vorhersage bis morgen Abend. Heute und nachher ist ein Nebel auf dem. Mach das den Mix aus! Ich höre gerade einen Wetterbericht. Du sollst den Mix ausmachen! Ich höre einen Wetterbericht, den Mixer ausmachen! Kannst du nicht den Mixer laufen lassen, wenn ich einen Wetterbericht höre? Und wie ist das Wetter? Ach, angeblich schön.
Sag dem Herzog von Wellington, ich werde nicht eher ruhen, bis den ruchlosen Falsborough sein gerechtes Schicksal ereilen wird. Ich habe Nachricht von England. Der gute Sir Douglas befinde sich auf dem Wege hierher mit neuer Zeitung in dieser schändlichen Sache. Gar schändlich, ach bewahre. Diese Einfälle, die hat bereits Fehling von Gründen schon geklaut, nicht wahr? Und diesem Beimann fällt nichts anderes ein, als diese Idee nochmals zu verbraten. Das weiß zwar kein Mensch, aber es ist ein Plagiat. Ja, ja. Ach, diese ganzen Newcomer, diese Dorn, diese Flynn, diese Wendt, nicht wahr? Die wollen doch nur Theater machen. Aber wo bleibt denn hier der Schauspieler? Nicht der Schauspieler muss doch den Thespis-Garten rausziehen. Wie lange sind Sie schon? Machen Sie das schon beruflich? Gortner, Hilbert, Nöte, auch Pütz, nicht wahr? Das nenne ich Ihr Schauspielregisseur. Dann sind Sie praktisch also schon länger in dem Geschäft. Gucken Sie mal, das war eine Probe, das war unter Pütz, das war Danton. Nein, das war die Mina. Ich war Tellheim oder das Preußentum, nicht wahr? Aber glauben Sie, der Pütz hat sich niemals am Schauspieler vorbeigemuckelt. Sie sind eben ein alter Hase. Es ist das, was ich so an Ihnen bewundere, Herr Mechow. Ihre Routine. Ja, also Routine allein ist es auch nicht. Der Schauspieler muss jeden Abend muss er sich das Publikum neu erkämpfen, neu erringen. Da müssten Schwingungen sein zwischen Schauspieler und Mina. Wenn Falsborough auch nur ein Schwert erhebt, wieder die von Gott gewollte Krone, so wird mein ganzes Volk aufstehen wie ein Mann. Die Bajonette sind gepflanzt. Majestät! Hier ist der Brief. Ist gut, entfernt er sich. Ines? Mein guter Graf, verweilen Sie doch noch einen Augenblick. Gar zu selten weilt ein Gast von solcher Artigkeit in meiner Runde. Ja, hätten wir es wieder an mich aufgehört. Sie haben es gut, Sie können jetzt auch heimgehen. Der Schinken dauert noch drei Stunden. Wo denken Sie, ich habe noch zwei Sätze im vierten Akt. Mir dünkt, ich wäre bereits bei meinen Ahnen in einsamer Gruppe. Sagen Sie, was ist denn da los? Wir haben keinen Strom. Jemand Probleme? Ja, aber wir haben überhaupt keinen Strom. Was ist denn da? Los, Katastrophe, ganz Dalmatien. Nix Strom, jetzt bin ich da, nix Strom, Rieke, ganz große Katastrophe. Ei, aber was können wir denn machen? Keine Probleme. Herrschaft, ja, und, aber ich meine, Sie sind doch von hier, sagen, wann wieder Besserung, wann wird er besser sein? Morgen besser, zwei Tage Sonne. Ja, weil das Mittelmeerraum. Mittelmeer, zwei Tage Sonne. Ja, genau. Noch so ein paar Holzschnitzereien und so ein Zeug. Ein ganz lieber alter Mann mit einem ganz guten Kopf. Darum sage ich ja auch zum Herrn Ranzl, das ist der Bürgermeister. Ist er Bürgermeister? Nein, er heißt auch Ranzl. Die heißen hier alle Ranzl. Ranzl ja. Oder Breitenberger, bei den Verwandtschaftsverhältnissen hier blickt kein Ast durch, sage ich Ihnen. Also ich sage, Herr Ranzl, der Mann muss hier raus. Was dann? Das ist ein Sozialfall, das geht doch nicht. Ja, jedenfalls nicht auf Ihre Kosten, Frau Christoph. Ja, eben, das ist es ja. Der alte Mann, der sitzt ja sonst praktisch auf der Straße. Das ist doch kein Zustand. Da haben Sie recht. Aber ich muss sagen, also wenn man sich hier umschaut, Respekt, also da haben Sie wirklich, da haben Sie es noch erwischt. Da haben Sie, das ist echt, das Ganze ist irgendwie noch unberührt. Das ist ja nicht, eben, das ist es ja. Das war ja ein reiner Zufall. John Fischer ruft mich an, Babsi, ich habe was für dich. Ich habe sofort zugegriffen. Schauen Sie hier, da ist der Breitenberger. Da kriege ich meine Milch direkt von der Kuh und Eier jede Menge, ganz echte Eier. Richtige Landeier. Ja, eben. Ja, sehr schön. Ach.
Irgendwie, das ist hier alles noch so richtig intakt, finde ich nicht. Ja, jedenfalls nicht versaut. Nein, ne? Nein, diese Überfremdung ist doch noch nicht so in dem Maße hier. Ja. Schauen Sie, und ganz einfache, liebe Leute, ganz einfache, nette Menschen hier. Schauen Sie, da habe ich doch meine Ruhe. Ja, schauen Sie, da müssen Sie sonst im tiefsten bayerischen Wald runterfahren. Und wenn da die Autobahn kommt, nachher gibt es da auch mehr Zahnärzte dann da drunten, die Bauern. Jedenfalls da was Schönes. Das ist es, Herr Reitmoser. Ja, das Corpus Delicti. Ja, schauen wir halt einmal, was mit ihrer Bausubstanz noch da ist. Ne? Schauen wir mal. Ja. 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 Schwamm. Schwamm scheint er nicht zu haben. Nein, nein, das ist trocken, da habe ich schon drauf geachtet. Ja, das ist die halbe Mitte. Frau Güstrup, wenn Sie einen Schlüssel da haben, können wir rein. Nee, ist offen, Sie wissen ja dieser. Ach so, der, ja, verstehe schon. Ja, gut, dann gehen wir mal rein. Ne? Ach, Herr Reitmoser, was ist denn das hier? Hat das mit Maul- und Klauenseuche zu tun? Das habe ich nämlich schon öfter hier gesehen. Das ist Kaspar Melchior Balthasar. Ah ja, ist das eine Firma? Nein, nein, das sind die heiligen drei Könige. Ah. So, ja. Also, hier dachte ich, die Gästezimmer, Herr Reitmoser. Mhm. Wissen Sie, ich brauche ja Menschen um mich herum. Ja, klar. Ich kann ja nicht von den Kontakten mit der hiesigen Bevölkerung leben. Ich brauche ja jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Ja, logisch. Ich meine, Kontakte braucht der Mensch, sonst verkümmert er ja. Ja, ich habe ja keine Lust, hier zu versauern, nicht wahr? Ah, übrigens, Herr Reitmoser, hier nebenan, da kommt ja das Studio hin für Jean-Claude. Aber Sie brauchen sich da im Prinzip nicht drum zu kümmern. Das macht so ein Typ aus England, der ist darauf nämlich spezialisiert. Wissen Sie, aber es läuft weiterhin als Einliegerwohnung. Ja, ja, verstehe schon. Ja, das ist auch steuerlich interessant. Ja, Sie, eben. Aber die Frau, Sie haben irgendwas gesagt von einem offenen Kamin oder sowas? Irgendwie, nein, nein, sind? Nein, hier nicht. Hier Kachelöfen. Hier da überall Kachelöfen. Ja, ja. Und jetzt hier. Hier dachte ich, eine Art Kreativitätsraum, dass ich mal male oder modelliere oder irgend sowas. Ich finde nämlich, der Raum hat eine unheimliche Atmosphäre. Finden Sie nicht? Auf alle Fälle. Ah, guten Tag. Ist gut? Wieder beim Schnitzen, ah. Fleißig. Ja, das ist Herr Reitmoser, mein Architekt. Das ist Herr Randl. Angenehm. Ist er nicht süß? Ja, behalten Sie noch Platz, Herr Randl. Wir gucken uns ganz schnell mal nur um. Da, also Herr Reitmoser, hier wäre der offene Kamin, dachte ich, wäre der... Ach so, ja. Ganz. Dürfte ich einmal? Ja, verstehe. Mhm. Ja, da fürchte ich natürlich, dass die da in den Kamin Stützbalken eingewirkt haben. Und da sagt uns natürlich die Feuerpolizei sofort nein. Nein, das wird schon gehen, weil wir seinerzeit meinen Vater den Speicher umgebaut hat. Ne? Das ist immer dasselbe. Ich meine, wir kennen das schon nicht. Das ist immer dasselbe. Aber Feuerpolizei haben sie damals nicht gehabt. Und wie ich das Haus hier einschätze, ist das ja mindestens 200 Jahre. Nee, nee, das reicht nicht, Herr Ranschl. Wie lange sitzt jetzt Ihre Familie hier auf dem Hof? Ja, urkundlich sind wir zum ersten Mal erwähnt, 1602. Der Name Rampels was zum Beispiel. Was machen mit den Böden, ne, Frau? Ah, mit den Böden, da weiß ich was ganz was Tolles. Das habe ich nämlich in meinem Häuschen in der Provence. Das ist wie gebrannter Lehm, so ähnlich. Und ein ganz warmer, bäuerlicher, uriger Ton. Und darüber ein Perserteppich. Das sieht fabelhaft aus. Das glaube ich Ihnen, ja. Und zum Perser vielleicht so ein Eichenparkett. Nein, nein, nein. Tebris und Lehm, das ist die Mischung. Tja, gern, meinetwegen, völlig. Herr Reitmoser, wissen Sie, was mich immer so traurig macht? Hm? Riechen Sie mal. Dass man sich diesen Geruch nicht erhalten kann. Das geht Sie nicht, meinen oder? Die Aura, ne, ja, Frau, ja. Nicht diese... Naja, aber den Geruch kann man halt leider noch nicht so richtig konservieren. Ja, nicht? Aber ich meine, Sie haben doch vis-à-vis, haben Sie doch am Bauernhof der Base nur das Fenster aufmachen. Ach nee, da zieht doch John Fischer ein. Der hat doch mit Landwirtschaft nichts am Hut. Ach so, naja. Aber einen guten Geruch haben Sie doch auf alle Fälle, eine gute Luft. Ne, Frau, wenn Sie erlauben, ich gehe mal rauf. Sie wollen doch eine Galerie haben. Schau doch mal, was ich da jetzt rausreißen muss, gell? Ja, Herr Randl, wie haben Sie sich das jetzt vorgestellt? Am 1. ist jetzt Ultimo für Sie. Aber noch gar nichts. Ja, das ist doch Ihre Sache. Sie wissen doch seit 3 Monaten Bescheid. Ja, aber ich möchte auch irgendwo... Hören Sie doch mal gut zu. Ich habe hier jeden Monat 2000 Mark Verbindlichkeiten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ja, schon, aber... Was wollen Sie denn hier noch in der Bruchbude? Herr Reitmoser? Ja? Herr Reitmoser?
kommen die Handwerker? Bitte? Wann sind die Handwerker bestellt? Am 3. in 14 Tagen, Mehrfrau. Da sehen Sie, haben es gehört. Herr Ranfl, glauben Sie mir, keinem tut so weh wie mir. Aber es geht doch nicht anders. Herr Ranfl. Deutschland wäre jetzt die Sportschau. Was ist, machen wir ein Spiel? So, Öl läuft. Jawohl. Wissen Sie, der Ölwechsel, der ist ja schon seit über 4000 Kilometer ist der überfällig. Im Winter habe ich aber 10-30er drin, im Sommer tue ich 20-50er rein. Das kaufe ich immer in so einem Großkaufcenter, in so einem Discount. Das ist ja doch viel billiger. Ne? Ich meine, ich bin ja schließlich kein so ein Ölscheich. Diese Ölscheich, diese Barawa, gell? Die machen Kohle, heißt sagenhaft. Dagegen ist da, sagen wir mal, ein deutscher Angestellter, ist da wirklich ein Würstel dagegen. Ein armes Arschloch, oder? Jetzt war da drunten, kann man sagen, ein paar tausend Jahre lang, vollkommen epi. Nichts los. Ne? Kameltreiber, Dromedare, nichts los. Okay. Ja. Aber jetzt wird uns Morgenluft. Obwohl, ich war in so einer Ausstellung drin, also ganz früher, noch viel früher. Da haben sie ja wirklich eine super Kultur gehabt, gell? Die Tutanchamun-Ausstellung habe ich mir angeschaut. Das war so ein, wie soll man sagen, so ein Kaiser. Oder wie ein Prinz. Und ich muss sagen, der hat schon eine Kultur gehabt. Das muss man sagen. Das war direkt Epoche machend. Ölzeit ist für mich passé. Ich hatte praktisch Buchenholz, Brikett. Etwas anderes nehme ich praktisch gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, die haben da drunten, ganz früher, da haben sie gehabt, alles aus Gold. So Figuren, kann man sagen. Die waren schön modelliert, so Geister oder Dämonen oder was das war. Also wirklich schön gemacht. Und dann haben sie da gehabt, auch nicht schlecht, so alles aus purem Gold. Gell? So Opferschalen und da waren so Innereien drin. Sagen wir, von den Priestern oder von den irgendwie so, weiß ich nicht, höhere Beamte oder was das war. Das haben die alles gehabt und dann haben sie auf diese Vasen haben sie so Weiber abgebildet gehabt. Alles farbig, sehr deutlich. Also wie soll ich sagen, angeblich waren es Priesterinnen. Das war da direkt so pornografisch. Das hat man alles in Natura, hat man das alles sehen können. Und das war das Sofa. Vom Tutanchamun. Das hat man auch sehen können. Das war alles, kann man sagen, aus purem Gold. Das war sein Lieblingskanapé. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass er selber draufgelegen ist. Das glaube ich an und für sich nicht.
weil das war vielleicht zu wertvoll oder so. Obwohl man sagen muss, dass die Hunde an und für sich vom Leben schon was verstanden haben. Okay, das muss man sagen. Also das waren schon Hunde. Bloß das Einzige, was sie gehabt haben, alle Zahnweh. Weil sie keine Schmerztabletten oder sowas, das haben sie in dem Sinn überhaupt nicht kennt. Nein, das haben sie nicht kennt. Wovon sie sich ernährt haben, das weiß man an und für sich auch. Das ist wahrscheinlich, das waren, wie soll man sagen, ja, Obst, Nüsse, solche Sachen werden sie gehabt haben. Vielleicht Zwiebeln waren auch schon bekannt. Jedenfalls solche Sachen. So, haben wir jetzt eigentlich alles beieinander. Mal schauen, wie lang. Das tun wir nicht. So, aber die waren schon Hunde, die Ägypter. Halt, 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 halt. Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe schon 60.000 Kilometer runtergeradelt. So, aber die haben sich schon rentiert, muss ich schon sagen. Bin sie vor heuer nach Italien runter. Und zwar bei dem herrlichen Wetter, ist ja wahnsinnig gut. Und zwar auf den Spuren so alter Kulturen. Rom, Venedig, Florenz und heute halt runter, weil wissen Sie, ich bin da echt ein Individualist. So alte Kulturen, das macht mir irgendwie heiß. Andere Leute, die mögen das vielleicht weniger, die sagen, der hat einen Spleen. Aber ich schätze das, so alte Kulturen. Wenn einmal die Ding ist, da die Ausstellung mit dem Tutanchamun, müssen Sie unbedingt reingehen. Brillant, gell? Das sind halt alte Kulturen. Das muss man erst einmal verstehen. Sagen wir mal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Papa. Happy Birthday to you. Ja, brav, gell? Ich glaube, das hält jetzt auf. Wo? Da. Ich würde auf alle Fälle für den Bodybuilder da plädieren. Ja, aber der Schmächtige ist lang nicht so auffällig. Der muss doch überall mit. Aber das lässt sich nicht verheimlichen, dass wir einen Leibwächter haben. Psst! Ja, aber dem Schmächtigen siehst du es nicht an. Aber so ein Berg, den wird der Bodybuilder auf alle Fälle auch pflegen. Ja, und der Schmächtige kann kochen. Wem seine Anlage ist das? Ich glaube, das war beim Dr. Rohr. Die sind doch gerade in Sao Paulo. Das ist ja fahrlässig. Dass der niemand bei sich hat, der bei ihm wohnt oder da aufpasst. Der ist doch versichert. Binnenmeier, Verkäufer 3, bitte kommen. Was ist los bei euch? So ein Arschloch. So ein Hund muss man haben. Ja, und dann das ewige Gassi gehen. Der Bodybuilder, der würde so einen Hund auch übernehmen. Ja, und während die Gassi gehen, da kriegen wir uns auf die Nuss. Und außerdem macht das der Schmächtige auch. Da, hier, Dr. Schmidt, der hat 3 Leibwächter. Ja, der ist auch noch mehr gefährdet wie mir. Nein, wie geht's? Ja. Okay. So, was Besonderes? Nein, eigentlich nichts. Haben Sie das nicht gehört, da gerade eben? Ja? Da drüben in der Backsteinvilla. Ja. Ja, mei, Urlaubszeit. Da haben die Einbrecher Hochsaison, gell? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, also dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ich noch sagen wollte, ja? Ich schau dann bei euch drüben noch ein bisschen mit rein, gell? Ja. Das ist furchtbar nett. Sehr nett, gell? Danke. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Nein, es waren nur die Nachbarn. Und ich sag das mir nicht mehr. Doch, den Schmächtigen, der hat nämlich einen Waffenschein. Ja, aber der Bodybuilder, der kann auch schießen. Ne? Der hat sogar eine Spezialausbildung gehabt. Der war schwarzer Sheriff. Das ist doch ein riesen Unterschied zur U-Bahn-Station bewachen oder eine Villa. War das ein Schuss? Nein, das war ein Rollo. Ja. Ich glaube, wir können.
alles hasenrein. Videogerät, wenn man hätte. Was? Ich sage, ein Videogerät, wenn man jetzt hätte. Was, Sie haben den Keller zugesperrt? Wie sollen wir denn dann in den Keller? Ja, diese Woche überhaupt nicht. Anweisung vom Nathusius. Solange der Keller geweißelt wird, kommt da kein Mensch rein. Ja, also so geht das nicht. Das ist doch der Sinn der Übung. Ja. Bitte, hier hören, jetzt wird sich alles gleich klären. Bitte Ruhe. Anweisung vom Nathusius. In den Keller kommt kein Mensch rein. Gell? Ja, wenn wir nicht in den Keller kommen, dann ist doch der ganze Alarm sinnlos. Ja, das kann schon sein. Das geht nicht. Herr Schwertling. Im Ernstfall könnten in 3 Minuten die Raketen da sein. Das ist doch der Sinn des Alarms. Ja, das geht doch mir nichts an. Herr Nachkrüger, wieder eine auf dem Deckel vom Nathusius. Ich muss jetzt die Brezen verteilen, Frau Bierwanner. Jetzt ist Pause. Ruhe! Im Keller kommt mir keiner rein. Herr Schwertling! Also, bitte alle hier hören. Wir begeben uns jetzt nicht in den Keller, sondern wir verlassen das Schulgebäude und begeben uns diszipliniert in den Schulhof. Jawohl! Und warten weitere Instruktionen, alles klar. Ja, Sie, Frau Berwanger, was wäre jetzt, wenn das jetzt ein echter Atomalarm wäre? Ja, das ist eine gute Frage, Huber. Im Ernstfall hätte natürlich der Schwertling den Keller aufgesperrt haben müssen. Laut Schulordnung hätte ich ihn dazu zwingen können. Also los, du hast einen Rüdiger Wolf schon geschrieben. So. Was hast du denn da geschrieben? Mei, das Übliche halt. Erholsamer Urlaub und das halt schön ist und so. Das stimmt doch gar nicht, Mami. Du holst die da raus, gell? Oh, Jesus. Oh. Jetzt nimm doch endlich einmal noch ein paar Kohletabletten. Okay. Ja, Vanessa, der Tee ist schon fertig. Schau mal her. Um Gottes Willen. 39,2! Wann fahren wir denn nicht endlich heim? Wir haben doch heute gezeugt, den alten Schikanen. Ich bin doch die reinste Krankenschwester da herin. Mein Gott, das wird schon. Wir sind hier im Mittelmeer raus. Na. Moin. Na, was das geht. Ja, das ist ein Stückchen. Bierti, sind wir nicht gerade dahin gewesen? Hätte der Schorsch nicht aussteigen müssen? Ich werde schon selber wissen, wo er raus ist. Raussteigen wollen wir auch. Du Schorsch? Darching? Wir waren mit Darching, musst du nicht in Darching aussteigen? Ja, schon recht. Ja, musst du nicht in Darching aussehen? Lass du seine Ruhe. Ja, aber ich meine, musst du in Darching aussteigen? Ja, Darching. Kann schon sein, da fahrt er halt heute ein bisschen weiter. Ja, aber Schorsch, ich fahr jetzt seit 12 Jahren mit ihm. Der soll bei in Darching aussteigen, der Schorsch. Schorsch macht heute eine weite Reise. Hey, Schorsch.
Fast ja mit ein Gardasee oder vielleicht auch das Meer. Bis wo fährt der Zug? Bis Kiefersweiden, dann geht er über die Grenze. Ja, da hat er noch viel Zeit. Ja, Schorsch, da hast du ja noch viel Zeit. Ja, ja. 3, 5, 5, 6. Magst du auch noch eine? Ja, ja, das wäre ein wenig knapp, aber dann noch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Eine reicht schon weg. Danke, merci. Guten Tag, liebe Frau. Fahren wir wieder heim. Sieh, da hätten wir einen charmanten Reisebegleiter. Ja. Hey, Schorsch. Hey, Schorsch, reiß dich zusammen, da ist eine Dame. Der Schorsch versteht was für die Frau. Ja. Der Schorsch macht heute eine Weltreise. Der Schorsch, hey, Schorsch, was ist jetzt? Fast vielleicht noch an die Gardasee oder an das Meer? Der ist noch ein bisschen unentschieden, der weiß nicht so genau. Prost! Prost zum Wohl. Aber wenn du mich fragst, dass jetzt. Wenn's auch noch ein Bier? Starking hätte raus müssen, spätestens. Ach, Spahn. Warte mal. Warte mal. Was ist denn das? Ja, was ist denn das? So ist es nicht. Sie, Fräulein, schaut sie her, der Schorsch, schaut sie her, der versteht was vom Damen. Der Schorsch, lass uns mal schauen. Jetzt geh her, Schorsch, lass uns mal schauen. Da haben wir. Was haben wir denn da alles? Aha, Personalausweis. Da steht nichts, wo er wohnt. Hm. Steht die drin. Was ist das? Hey! Georgi! Was ist denn das? Georgi! Ist das dein Onkel? Hä? Er schaut aus wie ein Vampir. Da nehmen wir das nicht. Der schaut nicht aus wie ein Sexualverbrecher. Schaut dir nicht aus, fast wie ein Sexualverbrecher. Da schaut bei der Wehrmacht vor. Sagen Sie mir her. Knappe. Schneidig schaut aus. Schneidig, der Schorsch. Was haben wir da noch? Ja. Was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist denn das? Ui. Da, schau her. Ein Liebesbrief. Greibmeier und Fröhlich betrifft Kündigung. Okay. Ja, 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 ja. Schorsch ist gekündigt. Der Schorsch ist unrentabel geworden. Ja, Schorschi, sag mal, rentierst du dich nicht mehr? Sie, Fräulein, sind Sie noch ungekündigt? Muss man nicht schauen. Einerseits trennen wir uns nur sehr ungern von einem Mitarbeiter, der zu der ersten der Stunde. Der Schorsch, ein Mann der ersten Stunde. Ja, Schorsch, der Mann der ersten Stunde, Fräulein. Fräulein, rauchen wir auch nicht. Der Schorsch ist immer großzügig. Warte, du bist. Sag ich ja. Sag ich ja. Sag ich ja. So, schau mal her. Lebt er noch, der Schorsch? Schorsch, lebst du? Hä? Weißt du, was er mag? Ein Bier mag er. Geh, der Schorsch mag ein Bier. Den Saft bringt Kraft. Sagst du, es ist ein Biermager? Ja, was ist das? Ein Bier, das Mager? Da wird er wach. Ja. Wissen Sie, Fräulein, der Schorsch, der ist von Darching. Ja, Schorsch, Schorsch, etwas Bier, noch ein Schluck. Ah, der Scheiße, jetzt kriegst alle nur! Jetzt mal her! 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 Jetzt mal her!
Jetzt noch mal her. Nein, lass mich los. Jetzt her. Lass mein Lippenstift wieder her. Lass mich bitte. Der ist ganz neu. Bitte. Nicht. Den ersetzen Sie mal, gell? Den Lippenstift. Geben Sie mir meinen Lippenstift wieder. Okay. Jetzt gib mir her. Na ja, da ist er halt. Gut, Sie fixen. So, bitte nicht stören. Ich schon ausgerechnet, jetzt muss Birtli für mir nass. Ja, Schorschi, servus, Birti. Schorschi, mach gut. Mach gut, Schorschi, geh halt. Halt das Gepäck, die haben wir nicht vergessen. Schorschi, dein Gepäck. Was? Der Schorschi versteht den Spaß. Ja, gut, der Kamerad, der Schorschi. Nein, wir fahren ja schon seit 12 Jahren miteinander in seinem Zug. Ja, jetzt wird er nicht mehr viel fahren. Sieh, du darfst mir ja nicht verführen, gell? Der hat Familie. Ja, aber ich darf ihn. Schorschi, schöne Grüße an Südtirol. Ja, alles Gute, Schorschi, gell? So eine Gabi. Schöne Grüße an Kärnten, gell? Die Badhosen nicht vergessen, gell? Ich bin auch der Adria, ist ja wohl. Geh mal wieder rein, lass mal's wieder lachen. Geh mal einmal oben, schau mal, wie Spaßzeit wird. Geh mal hin, wo die Leute sind, treff mal drunter einen Spezi. Lass mal wieder Zau raus, schau mal heute einmal. Es ist Wochenende, es ist Feierabend. Drei ganze Tage, die macht mir blau. Es ist Wochenende, es ist Feier, jetzt sind wir frei, jetzt wird's ja schon. Es ist Wochenende, es ist Feier, drei ganze Tage, die macht mir blau. Gehen wir jetzt da oben, schauen wir noch die Weiber, kaufen wir unser Halbe. Schau mal ein bisschen umeinander, oder geh mal kicken, oder geh mal flippen, oder geh mal ins Kino. Schau mal heute mal, es ist Wochenende, es ist Feierabend. Jetzt sind wir frei, jetzt wird's ja schon. Es ist Wochenende, es ist Feierabend. Den macht man blau. Es ist Wochenende, es ist Feierabend. Drei ganze Tage, den macht man blau. Es ist Wochenende, es ist Feierabend. Jetzt sind wir frei, jetzt wird's ja schau.